Fast auf den Tag genau vor 6 Jahren erschütterte die Lehman-Pleite die Finanzwelt. Der Schock, der damals den Markt erfasste, entlud sich in immer lauteren Forderungen, die eigentlichen Krisenverursacher stärker zu regulieren. Insbesondere Klein- und Privatanleger sollten stärker geschützt werden. Die große Frage ist, was hat sich eigentlich seither getan? Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit Andreas Rapp von Ellwanger und Geiger. Herr Rapp, was hat sich denn in den vergangenen 6 Jahren getan? Ist der Anlegerschutz mittlerweile besser denn je? Also man kann schon sagen, dass der Anlegerschutz in den letzten 6 Jahren wirklich einen großen Aufschwung erlebt hat. Man kann das an 3 großen Säulen festmachen. Wir haben auf der einen Seite die Informationspflicht, die die Banken haben. Da gab es über das Produktinformationsblatt, das PIP, über die Key Investor Documents, die KITs, bis hin zu den eigentlichen Inhalten im Beratungsprotokoll, warum jetzt ein gewisses Finanzinstrument gerade empfohlen werden soll, mit Chancen und Risiken, eine sehr informative Tendenz, die der Kunde sozusagen konsumieren konnte. Der zweite Punkt neben der Informationspflicht war das Thema Know Your Customer. Das heißt so viel wie Explorationspflicht. Die Banken mussten unwahrscheinlich viel fragen. Was hat der Kunde beruflich gemacht? Was hat er gelernt? Was macht er aktuell? Wie ist sein Vermögen? Wie sind seine Schulden? Was ist mit seinem Einkommen? Was ist mit seinen Ausgaben? In was für einer Lebensphase steckte er? Also man hatte fast das Gefühl, dass der Kunde so richtig die Hosen runterlassen musste. In der Tat, manche wollten das auch nicht. Man musste denen klar machen, dass wir diese Informationen brauchen, um eben eine korrekte Empfehlung dann auch oder eine sinnvolle Empfehlung abgeben zu können. Und der dritte Punkt neben den beiden war dann der wichtigste, das war die Pflicht zur Prüfung der Geeignetheit, der sogenannte Suitability-Test, wo dann wir als Berater in der Verpflichtung standen, zu argumentieren, warum denn gerade dieses Finanzprodukt für den Kunden, für seine Ziele und Wünsche das Beste ist. Also es hat sich eine Menge getan, aber wir sind, glaube ich, noch nicht auf dem Ende des Weges. Es hat sich eine Menge getan, wie Sie sagen, aber wir wollen auch eruieren, ob das alles so sinnvoll ist, was sich da getan hat. Sie befürchten nämlich, dass eine individuelle Anlageberatung künftig nur nach vermögenden Kunden offen steht. Weshalb? Ich hatte ja gerade schon so ein bisschen inhaltlich darüber gesprochen, was alles passiert ist. Und das hatte natürlich zur Folge, dass auch intern in den Banken unwahrscheinlich viel getan werden musste. Das fing an von Schulungen von Mitarbeitern. Das ging weiter bei First-Level-Controls, dass die Beratungsprotokolle kontrolliert werden mussten von internen Abteilungen. Das ging vor allem in die Beratungszeit bei den Anlageberatern, die also nicht wenig Zeit am Tag damit verbracht haben, Beratungsprotokolle zu schreiben. Und vor einigen Monaten haben dann die ersten Banken gesagt, wir müssen doch mal über das Thema Wirtschaftlichkeit sprechen. Und da ist man dann zu dem Schluss gekommen, dass Beratungen von kleineren Volumina doch anders zu behandeln sind als Beratungen von größeren Volumina. Wenn Sie jetzt mal unterstellen, 1% Provision auf 100.000 Euro ist eine andere Hausnummer als 1% auf 10.000 Euro. Und Sie können davon ausgehen, dass wenn für 10.000 Euro eine Anlageberatung stattfindet, dass diese definitiv nicht profitabel ist. Letztendlich gibt es drei Auswege. Entweder Banken oder Finanzinstitute bieten die Anlageberatung nicht mehr an. Der zweite Ausweg ist, dass kleinere Volumina über Standardberatungen Produkte von der Stange beraten werden, die in der Regel höher provisioniert sind. Und der dritte Weg ist, dass die Banken und Finanzdienstleister sagen, wir wollen ein Mindestanlagevolumen haben. Unter dem bieten wir keine Anlageberatung an. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Tendenz sich weiterhin verschärfen wird. Dennoch muss man festhalten, dass der eigentliche Anspruch des Beratungsprotokolls vom Prinzip her ja nicht falsch ist. Denn wer offensichtlich falsch beraten hat, soll auch in Haftung genommen werden. Ein solcher Anspruch liegt doch unmittelbar im Interesse des Kunden. Sie haben völlig recht, aber Sie sprechen eben nicht die Gesamtheit aller Kunden an. Und da muss man sehr stark differenzieren. Ich möchte ein Beispiel nennen. Zwei Kundenbeispiele, an denen man sehr klar erkennen kann, mal macht es Sinn, mal macht es überhaupt keinen Sinn. Ein Kunde, der von seinen Eltern im Zuge der Vorabschenkung 150.000 Euro geschenkt bekommt und vorher mit Finanzanlagen vielleicht gar nicht so viel zu tun hatte, der muss in einem Anlageberatungsgespräch ein dezidiertes Beratungsprotokoll über alle Anlageklassen hinweg mit Begründungen
und allem, was dazugehört, bekommen. Da bin ich 100% dabei. Aber auf der anderen Seite haben wir auch durchaus Kunden, die seit 20, 25 Jahren am Aktienmarkt unterwegs sind, Einzelaktien handeln, eine Bayer kaufen, eine BASF verkaufen, eine VW kaufen und eine Daimler verkaufen. Und die kriegen dann im Jahr ungefähr 14 Beratungsprotokolle und da steht 14 Mal drin, welche Chancen und Risiken eine Aktie hat. Der Kunde sagt uns, wir brauchen das Protokoll nicht oder ich brauche das Protokoll nicht und wir müssen sagen, sie kriegen es aber trotzdem. Wir sind verpflichtet, es ihnen zuzustellen. Also hier, glaube ich, ist Bedarf, darüber nachzudenken, ob man nicht mehr differenziert. Aber wohlwissend, jede Differenzierung fordert auch eine zusätzliche Kontrolle und das ist wahrscheinlich der Grund, warum im Moment noch so ein bisschen gezögert wird, diese Ausnahmen zu machen. Wie kann bzw. wie sollte denn in Ihren Augen eine sinnvolle Anlageberatung aussehen? Grundsätzlich muss man sagen, eine Anlageberatung sollte unabhängig sein, sollte individuell sein, sollte vollständig sein und sollte vor allem transparent sein. Und mit Transparenz meine ich nicht nur die Transparenz der Funktionsweise der Produkte, sondern vor allem auch die Transparenz in der Bepreisung dieser Dienstleistungen, Anlageberatung. Und ich glaube, hier sind wir noch sehr weit weg von einer sinnvollen Bepreisung, weil die transaktionsbezogene Bepreisung, die steht so ein bisschen diametral zwischen Kunde und Bank. Das heißt, die Bank hat natürlich ein großes Interesse, möglichst viel Transaktionen durchzuführen, um viel zu verdienen. Der Kunde hat eher das Interesse, eben nicht viel Transaktionen zu machen, sondern tendenziell viel zu verdienen. Und ich glaube, hier gilt es, Bank und Kunde oder Anlageberater und Kunde müssen in einem Boot sitzen, in eine Richtung rudern und das wird in der Zukunft über neue, andere Preismodelle stattfinden, die weniger davon abhängig sind, wie viel Transaktionen der Kunde durchführt. Das wird eine Lösung sein können. Andreas Rapp von Ellwanger & Geiger, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.